Hallo! Hallo! Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ein Jahr später. Ein Jahr nach Superman 64? War das letztes Jahr? Das war vorletztes Jahr, das war vorvorletztes Jahr, das war immer und müssen immer. Wir eigentlich auch dieses Jahr wieder machen. Müssten wir dieses Jahr noch machen. Wir haben noch einmal die Gelegenheit. Wir haben sie noch, ja. Genau. Also ich weiß, Detective Pikachu haben wir, glaube ich, letztes Jahr gemacht. War das nicht vor zwei oder war das beides letztes Jahr? Ich weiß es nicht, aber ich meine, also irgendwie kam es mir vor, als wäre es letztes Jahr. Die Zeit verfliegt ja auch. So schade, dass man nicht nachgucken kann, so ganz richtig, ohne Internet jetzt. Richtig. Na. Naja, ich habe aber erst ein halbes Jahr später oder so Detective Pikachu. Ja, und Superman vielleicht auch anderthalb erst später, das weiß man nie so genau. Genau, und Hugo ist immer noch nicht drauf. Gott, dabei war das so lustig. Ja, ich habe die Aufnahme ja extra gerettet, als mir eine SSD flöten gegangen ist. Und nicht, dass die nächste dann auch kaputt geht. War das nicht während der Corona-Zeit noch? Ich weiß nicht. Als alle im Lockdown waren? Da saß ich da hinten am Rechner. Das könnte sein. So, heute habe ich aber was anderes für dich. Was denn? Tatsächlich, die Antwort befindet sich in diesem Umschlag. Okay. Und ich hätte lieber Tor 3. Ich habe nur einen Umschlag mit. Schon vorhin wurde mir gesagt, Tor 1, Tor 2 oder Tor 3. Und ich dachte so, hätte man mir das nicht zwei Tage früher sagen können, da hätte ich drei Umschläge mitgebracht mit drei verschiedenen Spielen drin. Stattdessen sitzt hier jetzt der Zonk. Ja. Na jedenfalls, um noch eine Sache zu klären, bevor wir hier fünf Minuten später erst wieder anfangen. Bekannt. Ich hab schon vor ein paar Wochen Marc gesagt, dass ich was vorhabe mit ihm, was Neues. Mhm. Und er weiß noch nicht, was wir jetzt spielen. Und ich würde mal sagen, meine Kamera, die laggt. Die laggt voll. Warum laggt die voll? Ich weiß nur, dass es darum geht, dass ich irgendwas in die Hand nehme und in die Kamera halten soll, aber... Ja, zu späterer Stunde. Warte mal, ich versuche mal, das mit dem Lag ein bisschen zu minimieren, indem ich einen anderen Dings auswähle. Nee, warte mal, irgendwas anderes stimmt nicht. Oh, nehmen wir überhaupt auf? Ja, wir nehmen auf, aber warte mal. Es wird nicht besser. So, aber jetzt dafür. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Mal. Es laggt. Oh nein. Weh, es laggt nochmal. Gerade war das auch mit Zeitversatz. Ja? Nein, niemals. Also, hoffentlich. So, erstmal hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play ohne Namen. Ich weiß noch nichts. Er weiß noch nichts, genau. Und das Lustige ist, er weiß noch nicht, was wir spielen und die Antwort davon befindet sich hier drin. Ich hätte lieber Tor 3. Und ich hätte jetzt am liebsten noch zwei weitere von diesen Päckchen mit anderen Spielen drin. Und das, was du wählst, das spielen wir dann, egal ob... Das können wir mal machen, so eine Art Game Randomizer. Ja, habe ich mal überlegt, mit meinem Steam-Account zu machen. Oh Gott, und dass alle 30 Minuten dann wechselt? Zum Beispiel, Oder zur Not auch, dass man selber alle 30 Minuten wechselt, aber irgendein random Spiel und ich habe so viel Müll bei Steam mittlerweile. Kann man machen. Ne? Nee, also genau. Tor 3 habe ich nicht bekommen, aber den Zonk. Ja, genau. Ja, und um mal vorher abzuklären, warum weiß Marc davon nicht. Also ich habe ihm nur mal ein paar Hinweise gegeben vor ein paar Wochen und bisher war dadurch nicht anscheinend zu erkennen, was es werden würde. Ich war bei Hey You Pikachu, aber das wird's glaube ich nicht. Genau. Ja, einer der Hinweise war irgendwie, genau, es war keine Pokémon-Reihe. Also es war ein Einzelspiel, wovon es keine weiteren Teile gab, genau. Hatte ich schon gesagt, wofür es erschienen ist? Also ich hatte gesagt, es ist teuer. Ich hatte gesagt, es ist teuer. Ja, jedenfalls... Wahrscheinlich spielen wir Pokémon Channel. Da gab es vielleicht... Du bist nicht der Erste, der das geraten hat. Den ganzen Tag Pokémon in Boxen sortieren. Nee, das war ja Pokémon Box. Ach stimmt, ja. Aber Pokémon Channel ist auch teuer. Oder Home. Oder... Das ist nicht teuer. Ja, aber könnte man auch stundenlang spielen. Ja, na jedenfalls, ich lasse dir noch eine letzte Gelegenheit. Hast du noch etwas zu sagen?
Hilfe? Nein. Wirklich Ahnung. Nicht? Ich wüsste nicht, was es sein könnte sonst. Kann ich dir irgendwie helfen? Hm. Du könntest vielleicht das Kamerabild nach unten schieben. Okay. Warte, kleinen Moment. So, warum denn? Lass uns anfangen. Nein! Du versaust mir mein Intro, gell? Wieso? Was soll ich denn sagen? Das haben wir noch einstudiert. Ja, wir haben auch nicht studiert. Du hast es einmal kurz erwähnt in einem Nebensatz. Okay, ich erklär's dir nochmal. Na gut. Also. Wir müssen doch mal Nein, das ist doch viel besserer Intro-Gag, finde ich. Nein, also. Ich dachte, hier war Schluss. Nein. Ich frag dich, warum schiebe ich das dann runter? Und dann guckst du nach unten und sagst, na, damit ich das besser im Titel lesen kann. Ach so. Zu spät. Fangen wir an. So, verdammt, jetzt kriegst du. Wo ist denn jetzt der Titel aber? Der Titel? Ich versuche ihn zu lesen. Da musst du nach unten gucken, der ist unter dem Video. Verdammt, ich krieg das nicht mehr schön zurückgeschoben. Doch, ja! Sehr gut. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall, jetzt kann ich dir ja trotzdem endlich mal sagen, worum es denn geht. Pack mal aus. Es ist übrigens in Blasenfolie, weil es ist wertvoll. Ah, in der Folie nochmal in der Folie. Ja. Gut, was könnte das denn sein? Oh Gott, okay, das ist cool. Das ist cool. Ich habe komplett vergessen, dass das jemals gab. Pokémon's Conquest. Ja! Mit Pokémon Country 2. Pokémon's Conquest. Cool. Mit Donkeymon und Diddymon und Digimon. Digimon. Genau. Da bin ich sehr gespannt. Echt? Bist du wirklich sehr gespannt? Ich bin wirklich sehr gespannt, weil das immer so skurril klang, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass das funktionieren kann. Ja. Aber nee, und das ist doch nicht mal hier erschienen, oder? Das ist es, ja. Ich kann kein Japanisch. Du kannst kein Japanisch? Nope. Es ist auch auf Englisch erschienen. Ja. Gut. Es ist erschienen in Japan, in Amerika und Australien, in den Benelux-Staaten und Großbritannien. Und vielleicht noch irgendwelchen vereinzelten anderen europäischen Ländern. Ach so. Ja. Nur hier nicht. Nur hier nicht. Warum? Tja, weil anscheinend diese Kollaboration da zwischen, was war's? Koei Tecmo müsste das sein. Und Nintendo, weiß ich nicht, die haben es ja erst irgendwie mit Hyrule Warriors zusammen zu uns geschafft. So, jetzt ist eben die Sache, ich würde ja eigentlich gerne noch was vorbereiten, schnell. Aber ja, wir machen das folgendermaßen. Ich zeige dir jetzt den Trailer dazu, zu dem, was ich da so gemacht habe, weil ich habe dir ja gesagt, ich mache Dinge. Ja, das hast du angedeutet. Das schneiden wir zusammen, wir kriegen dann nur deine Reaktion dazu. Muss quasi. Ich dann immer so und sowas machen? Also genau, es stimmt, ich kann das ja ins... Ich kann es ins Bild reinschneiden. Das ungefähr so zusammenschneiden wie die Folge von Detektiv Pikachu. Ja. Na, pass auf, ich zeig dir jetzt nämlich was noch nicht. Gemacht? Sind die schon alle hochgeladen? Oder ist da noch es, ist noch, es ist noch nichts dazu hochgeladen zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ich habe es mal kurz ein aber bisschen. Aber bis das mal irgendwann hochgeladen ist, 2020. Ja, richtig. Nein, das wird kurz nach dem Trailer veröffentlicht. Okay. Tatsächlich, wir gucken uns das jetzt mal zusammen an. Ich schneide das dann einfach mit rein ins Video, damit man sieht. So, warte. Das ist übrigens Spielgrafik. Gut. Ha 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 ha!
Hast du das übersetzt? Ja. Cool. Komplett? Noch nicht ganz. Aber wir sind voll dabei. Krass. Aber für so ein Spiel stellen, wo es unfassbar viel Text haben muss. Hat es. Und es hat vor allem Text, der ist in Grafiken reingebrannt geschrieben. Wie macht man sowas? Ja, da muss man nicht schreiben, muss man neue Grafiken schreiben. Man muss die Grafiken tatsächlich dann auch bearbeiten, ja. Okay. Definitiv. So, das und ist wirklich cool. Das Coole ist, ich stelle dazu auch eine Demo zur Verfügung für alle, öffentlich. Und dann, wir spielen aber die Premium-Version, wo schon ein bisschen mehr drin steckt. Jetzt fühle ich mich wie ein VIP. Ja, bist gut, du gut, dass der ich Hinsicht nicht Tor 3 genommen habe. Wer weiß, was da drin wäre. Superman 64, schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Okay, so, ich würde uns aber erstmal von dem Ganzen, also ich öffne uns das mal. Das ist die neueste Version. Die würde ich noch mal dafür einen Ordner extra. Ups. LP. Hoch. Manu. Ist ganz wichtig, dass wir da immer alles vorbereitet haben. Genau, alles absolut. Also ich bin ja in der Hinsicht immer so. Dem gebe ich auch einen neuen Namen, damit das Ding einen eigenen Spielstand bekommt. Lippe. Lippe. So, dann öffnen wir das Ganze mal. Habe ich schon gesagt, dass ich sehr, sehr schlecht in Strategie... Das macht absolut nichts. Das Spiel ist für... Kein hoher Schwierigkeitsgrad. Genau, genau. So, und jetzt kannst du auf dem Fernseher... Toll. ...das Ganze mit ansehen. Wie lange sind wir schon drin? 10 Minuten und haben noch nicht angefangen. Huppala. In guter alter Tradition. In guter alter Tradition hat es 10 Minuten gedauert. Ups, das wollte ich nicht runtermachen. Dich auch nicht. Oh, du blöde Sau. So. Immerhin, der Spielstand ist erstellt. Gut. Bitte sieh drüber hinweg, dass ich jetzt nicht das Intro-Video von dem Spiel auch noch... Oh. Nein! Warum klingt das so langsam? Ich muss gerade mal gucken, woran das liegt. Das gibt's nicht! Ha. Jetzt das gibt's ist ja gar nicht mehr. Ja, Musik. Das ist noch ein bisschen laut. Das machen wir mal leiser. Ich bin auch gespannt. Ja. Das gibt's doch nicht! Diese blöden Probleme. Wenn ich das jetzt quasi... Ja, anscheinend... ich finde das auch sehr merkwürdig, dass das so langsam läuft. Also ich glaube, so blöd das klingt... Ich muss erstmal die Aufnahme beenden, nochmal den Rechner neu starten. Ich glaube, der läuft gerade nur auf halber Leistung. Tschüss, bis gleich.